Oh! Abhärtungstraining wieder! Stabil! Was war das? Wo schön! Alter, du kickst auf einmal! Genau das machen wir heute. Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. So, Ryan, Duke und Maurice machen irgendeinen Scheiß im Gym. Wichtig ist auch, dass ihr euch das Tutorial anguckt, weil da erkläre ich genau, wie man das mit dem Haken und dem Knie macht, ja? Denn jetzt wollen wir das Ganze in der Kombination machen. Das heißt, für die ganzen Details, check kurz das Video ab. Wichtig, ich schlage jetzt die rechte gerade, linke Haken und das rechte Knie zum Kopf. Rechte gerade, ich bin jetzt ein bisschen dichter dran, weil ich danach direkt den Haken schlage. Rechte gerade, linke Haken. Jetzt kommt das rechte Knie zum Kopf. Wupp, beim Runtergehen. Rechter Haken war wie in dem Video. Linker Haken, rechter Lowkick. Okay? Also, rechte gerade, linke Haken. Knie, rechter Haken, linker Haken, Lowkick. Ja, wie gesagt, ich mache noch locker, weil Ryan Dukes Bein noch ein bisschen verletzt ist, deswegen müssen wir das Ganze locker machen, ja? Das ist eine stabile Kombi, Digga. Ja, Mann, das ist geil, warum schaffst du? Stell dir vor, du kriegst ein Knie in deine Fresse, bam! Auf einmal, du machst so zu, bam, bam, Digga, weißt du? Normal. Es ist so derb ungewohnt, nach dem Knie direkt noch einen Haken zu kriegen, weißt du? Du kriegst einen richtig harten Impact gegen den Kopf, bam und bam, gleich das hinterher, Digga. Normal. Ich schwör, als ich das in Spanien gekriegt habe, voll verwirrend. Das war jetzt die eine Kombination, Freunde. Ganz wichtig ist, dass ihr nach dem Knie wirklich, also konzentriert euch darauf. Ich habe das jetzt auch gemerkt. Wenn man das schnell macht, dann neigt man dazu, irgendwann das Knie nur noch so zu machen. Konzentriert euch darauf, wirklich. Eins, zwei, und hier müsst ihr hoch. Wupp, wupp. Also das ist wirklich wichtig, weil das erste Knie, wenn das trifft, dann ist die Nachfolgetechnik, ja, einfach umso geiler. Wenn ihr euch dafür aber keine Zeit nimmt und ihr trefft das nur auf die Deckung, dann ist die Nachfolgetechnik auch noch effektiv, aber nicht mehr so, als wenn ihr, bam, das Knie trefft und dann mit dem Haken kommt, okay? Und wichtig ist auch nach dem Knie stabil absetzen. Ist ein bisschen schwierig, ist aber auch eine fortgeschrittene Kombi. Also denkt dran, nach dem Knie, boah, stabil absetzen und ihr seht das, ich bin locker. Arme zu, aber ihr müsst die Arme locker reinschmeißen. Wenn ihr hier nicht locker seid und so ein bisschen den Schwung nutzt, so ein bisschen ausholt, ja, dann funktioniert das nicht. Die Kombi lebt davon. Gerade dieses. Weil ich drehe mich beim Haken hier rüber und komme von hier. Ja, und wenn ich das schnell mache, dann ist doch die Gefahr, dass ich ausgekontert werde, nicht so hoch. Weil wenn ich ihm das jetzt auf die Deckung gehauen hätte, glaub mir, das ist einfach schwierig zu kontern. Weil du wirst ja durch den Haken auch rübergeschoben. Ja? Wichtig ist nur, es ist nur wichtig, dass ich mich so mache. Weil dann bin ich weg. Ja, aber versteht, was ich meine. Ich habe jetzt noch eine kleine Variation für euch, Freunde. Die habe ich schon in anderen Videos erklärt. Also ich habe in anderen Videos schon ganz oft rechter Haken, linker Haken, wupp, Flying Knee zum Kopf gemacht. Aber das ist doch einfach eine geile Scheiße, Freunde. Man, das bockt einfach. Also zieht euch das rein. Okay, das heißt, für die Leute, die jetzt nochmal eine kleine andere Variation haben wollen, es ist am Anfang genau das gleiche. Rechte gerade, linker Haken, wupp, eins, zwei. Und jetzt komme ich nicht mit dem Lowkick, wupp, sondern mit dem gesprungenen Knie zum Kopf, Freunde. Und ihr müsst euch das so vorstellen, man, ihr kriegt ein Knie, bam, bam, zwei Haken, auf einmal fliegt der Typ einfach in eure Fresse. Ich schwöre, ich feiere das, ich finde diese Vorstellung allein schon geil. Mich wird diese Vorstellung schon an, die tönt mich an, Digga. Wenn ich mir denke, so eine Kombi jemanden zu drücken im Fight, Digga, oh, da krieg ich richtig Bock, Digga, zu fighten. Digga. Okay, also das Ganze nochmal. Langsam, eins, zwei, wupp, eins, zwei, wupp. Genau, genau. Sagt eurem Partner auch, dass er ganz leicht nach hinten gehen soll, weil... Wenn ihr dem richtig harte Haken knallt, Freunde, wird niemand komplett gerade stehen bleiben. Es wird immer so ein bisschen Bewegung nach hinten sein, das ist logisch, ne? Das heißt, rechts, links, wupp, wupp, wumm, wumm, wumm. Genau. Und da ist immer Platz für das Jumping Knee, Freunde. Immer. Nochmal. Genau so. Und er hält das schön vom Kinn weg, genau so ist richtig. Okay, Freunde, also wichtig, und die kommt mich auch gerade immer wieder dran erinnert, das Knie. Man vergisst das ab und zu, das richtig hoch zu machen. Aber konzentriert euch darauf, ja? Und ihr müsst dabei nach vorne, weil das Ding ist, wenn ihr nach dem linken Haken, müsst ihr das rechte Knie schnell explosiv machen. Dieses hier. Wumm. Um richtig Power. Ihr könnt nicht hier locker anfangen, weißt du, so, und auf einmal explosiv werden. Ihr müsst das durchgehend machen und schlagt den linken Haken auch nicht. Guck mal, beim Lowkick kann ich den Haken ein bisschen weiter rüber machen
und damit dem Loki kommt. Beim Knie funktioniert das nicht. Wenn ich hier bin, voll komisch dann auch schnell zu springen. Das heißt, rechten Haken, also hier, rechten Haken voll rein, linken Haken auch hart schlagen, aber nicht zu weit eindrehen, nur bis hier zur Mitte, wupp, dass ihr das Knie treffen könnt, weil jetzt liegt der Fokus auf dem Knie, okay? Das ist wichtig, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, Digga, das war eine frische Kombination. Die hat mir gefallen, die hat mir Spaß gemacht. Ja, dieses Bam, Bam, Boom, so nach vorne, weißt du? Du bist so die ganze Zeit Bam, Bam. Immer so im Vorwärtsmarsch. Da kriegst du die Hände Bam, Bam und dann. Wow! Fliegst du einfach hinterher, Digga. Leute, könnt euch die Kombi, ich würde sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Tat's weh? Tat's weh!